Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Ja, wir sind da. Der Laden ist quasi voll, bestückt mit tollen Sachen. Guck mal auf den Kontostand. Also ich habe wirklich nach der letzten Folge nochmal ein paar Verkaufszyklen durchzogen. Ich wollte eigentlich auf 15.000 und dann hat mich aber hart der Ehrgeiz geritten und dann dachte ich mir, ey komm, wir machen die 20 einfach mal voll. Dann können wir mal so richtig aus den Vollen schöpfen. Also, der Laden, der ist komplett voll bestückt. Hier sind coole Sachen. Wie gesagt, ein paar größere Kühltruhen für die ganzen Kühlsachen wären nicht schlecht. Ja. Ich will kurz nochmal gucken. Also, die Regale sind wirklich voll. Klopapier brauchen wir fast nochmal mehr Lagerfläche für. Das kaufen die wie die Bekloppten. Käse. Oh, warte mal, hat die auch nicht befüllt? Doch. Thunfisch ist noch da. Das ist noch da. Ich glaube, ich habe festgelegt, dass es noch reicht. Ja, die letzte Aufnahme ist wie 3 Tage her. Ich will mal kurz was gucken. Also beim letzten Mal stand ja am Computer, dass wir am 25.07. gespielt haben. Ah, yo. Ey, wie krass, das Datum hier unten ist aktuell. Heftig. Alles klar. So, dann wisst ihr Bescheid, ne? Ich wäre sehr bereit. So, ich muss mir hier alles nochmal richten. So, oh, warte, so, jetzt da hier richtig so, da, ja, so. Ja, okay. Wenn wir eine Ladenerweiterung holen. Was hatte gesagt, wir wollen 2-mal Ladenerweiterung haben, ne? Rechnung, haben wir die bezahlt? Ja. Wachstum. Wir kaufen den Abschnitt und wir kaufen den Abschnitt. Und dann sind wir hier krass. Oh ja. Wir haben Platz ohne Ende. Die Farbe, die wir letztes Mal rangeklebt haben, die ist natürlich jetzt weg, ist ja logisch. Dann können wir aber nochmal einen Eimer Mintgrün holen und für hier vorne, was machen wir hier hinten? Machen wir doch auch Mintgrün und hier Weiß? Weiß ich nicht. Also dieses Gelbe würde ich gerne wegmachen. Wir können hier ins Regale, dahinter ist halt leerer Raum, das ist irgendwie schon ein bisschen cool gerade. Da könnte man so ein verstecktes Lager machen, wo wir die Kartons drinnen lagern. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach so weit abgegrenzt, wo die Leute nicht hinkommen, wo wir die Kartons drin feuern können. Ich hätte aber auch Bock auf eine zweite Kasse. Da müsste hier die Kühltruhenabteilung müsste weichen. Wir haben noch 9.500. Ich würde eine neue Lizenz kaufen, vielleicht. Vielleicht. Regale technisch stehen wir nämlich gar nicht so gut da. Ich will noch mal gucken, was brauchen die neue Lizenz. Lizenzen, die kostet 2.000. Käse ist für Kühlschrank. Kaffee mit helle Röstung, Regal, Wasserflaschen, Kühlschrank. Also wir brauchen einen Kühlschrank und ein Regal. Eier, Kühlschrank, Macaroni, Regal. Also Regal, Regal, Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank. Brauner Zucker, Regal, Grüntee, Regal. Wir kaufen das. Wir müssen mal gucken. Wir haben noch ein bisschen Kohle, das ist ja nicht schlecht. Die neuen Produkte. Also, wir haben Kartoffeln, das neue ist Käse. Kühlschrank. Kühlschrank. Das wäre was für die Getränkabteilung, ne? Wasserflasche. Und dann hätten wir nochmal Eier und Käse für die andere Abteilung. Das ist okay. Macaroni bei den Nudeln. Dann haben wir noch Zucker. Das ist Susu. Kaffee und Tee. Alles klar, warte mal. Dann brauchen wir theoretisch hier noch ein komplettes Regal. Hier nochmal ein komplettes Regal hier zwischen. Dann können wir nämlich Susu und Nudeln dazu packen. Also brauchen wir schon mal 2 Regale. Den holen wir schon mal. Ich hätte ja, ey, warte mal, ich hätte Bock auf so ein Eckregal. Ich habe zwar keine Ahnung, wie viel da reinpasst, aber wäre schon irgendwie geil, vielleicht da hinten für die Kartoffeln oder so. Lass mal so ein Eckregal kaufen. So. Und warte mal, wir brauchen noch ein anderes, ne? Kühlschrank auf jeden Fall. Den da. 2-mal. Dann sind wir schon mal beim 1000er mit dem Regal. So, wir müssen halt noch die Produkte kaufen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Was haben wir hier im Kühlschrank? Den stellen wir erstmal nach da. Ja. Müssen wir hinten die Kühlreihe weiterführen. Was ist mit so einem Eimer Farbe? Wie teuer war Farbe? Verwaltung, Anpassung, Lager, Rechnung, Lizenz, Einstellen, Wachstum. Wo ist denn das? Wo war denn das? Sag mal, da, Farben. Ach du Schande.
War das das hier? 200? Ach du Schande. Ich hoffe, das war die richtige Farbe. Wir müssen auch da erstmal rankommen zum Bemalen. Ja, pass auf, wir nehmen mal hier das Salz- und Reisregal raus. Das stellen wir hier erstmal in den Gang. Nicht, weil passt nicht. Stellen wir dahin. Okay. Hier haben wir noch Klopapier. Alles klar. So. Gut, warte mal. Wir haben Eier und wir haben Käse. Der würde perfekt hier zwischenpassen. Dann nehmen wir das hier raus, stellen den hier hin. Dann nehmen wir den, stellen den dahin. Ah, warte mal. Jetzt müssen wir erstmal den Kühlschrank holen. Wir haben zwei Kühlschränke gekauft, ne? Das ist das Eckregal, den will ich jetzt erstmal gerade nicht haben. Kühlschrank, da ist er. Okay, wir müssen hart Möbel rücken. Aber wie gesagt, hier kommt Käse und Eier rein. Dafür brauchen wir einen Kühlschrank auf jeden Fall. So. Dann die Eier hier rüber. Gefühlt können wir das jetzt auch dichter an der Wand stellen, oder? So. Und der kommt hier rüber. Okay. Ah, hier hinter ist halt irgendwie cool. Jetzt haben wir hier Platz. Was machen wir da? Kriegen wir die komplette Getränkeabteilung hier mit drin geschoben? Nee, das wird eng, oder? Das wird nichts, glaube ich. Aber wir können die Getränkeabteilung eigentlich. Nee, warte mal, komm, wir machen. Jetzt kommen wir hinten hin. Jetzt machen wir erstmal die Farbe an der Wand. Ich hoffe, es ist der gleiche Grünton. Sieht aber erstmal nicht schlecht aus. So. 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 So, was sagt der Eimer? Ey, ist da noch ein Schluck drin? Komm, dann machen wir hier auch. Jetzt ist leer, ne? Ne, immer können wir noch. Okay, jetzt ist leer. Alles klar. Ja, geht erstmal. Man könnte eigentlich theoretisch auch farblich alles anpassen. Wir haben gerade übel viel Kohle ausgegeben, aber jetzt kommen wir mal ein bisschen voran. Wir haben hier noch so ein krasses Eckregal. Warte mal, das wäre für die Kartoffeln echt geil. Jetzt bin ich mir aber gerade nicht so richtig sicher, wo wir. Warte mal, die Butter. Das ist ein extra Regal. Da können wir hier bei der Milch mit hinfeuern. So, perfekt. Fällt ja nicht auf. So ist ein kleiner Extraschrank hier. Getränke haben wir drei. Da wir jetzt mit Wasserflaschen anfangen. Ich will mal gucken, wie das aufgeht, wenn wir das hier hinstellen. So. Kriegen wir dann noch zwei nebeneinander? Wäre nämlich eigentlich echt cool. Aber dann haben wir halt eh einen über, ne? Wir müssen halt irgendwo die Wasserflaschen noch reinkriegen. Na komm. So. Dann hätten wir so eine schöne. Alter, ist ja voll krass. So eine richtig schöne. Ja, ist ja wirklich wie im echten richtigen Einkaufsladen-Dings. Tüdelüt-Ding. Hast du nicht gesehen? Okay, dann. Naja, wir müssen hier generell komplett umräumen, ne? Warte mal, jetzt kommen doch immer Nudeln dazu. Aber oh, wir müssen das gut planen, Leute. Nudeln, Nudeln, Nudeln. Dann haben wir noch Süßkram. Warte mal. Nudeln, Nudeln, Nudeln. Zucker, Zucker, Zucker. Okay, dann kommt der Kaffee komplett raus. Dann brauchen wir noch ein Regal. Haben wir noch eins gekauft? Wir haben ein großes Eckregal gekauft, ja. Wie sieht denn das aus? Oh. Oh. Wie passt das da? Gar nicht. Müssen wir zwei Dinger wegnehmen. Das ist jetzt blöd. Okay, dann können wir die Kühltruhen vielleicht woanders hinstellen.
Ja, warte mal, wir haben das Regal, das bleibt ja dabei. Reis und Salz. Nudeln, Nudeln. Ja. Dann nehmen wir das und stellen das einfach auf die andere Seite. So, dann brauchen wir noch eins. Haben wir noch eins da? Ne, wir haben noch einen Kühlschrank. Wir brauchen noch ein Regal. Möbel. So. Ja, rufen wir mal. Ich hoffe, dass das mit den Produkten noch hinhaut. Mit der ganzen Kauferei. Weil ich hätte von den neuen Produkten dann gerne alles einmal da. Na komm, das hat doch gerade perfekt gepasst. Enttäusch mich nicht, Spiel. Hallo. Außer wenn noch ein Pixel, ne? Ach komm, wir stellen das da so hin. Jetzt haben wir ja keine Kartons mehr. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Was hatte ich gesagt? Kaffee und Tee kommt hier komplett rüber, ne? Ja. Also von der Sache her. Warte mal, die Kartoffeln, ja, warte. Nee, hier ist Hühnchen. Doof. Gehen denn da mehr rein? Geht hier in der Mitte auch was drin? Weiß ich gar nicht. Jetzt brauchen wir so einen großen Karton. Der ist jetzt wieder doof. Was haben wir hier? Salz. Ne, Quatsch. Mehl, Entschuldigung. Wegen den noch aufgekriegt. Ach so. Okay. Dieser Kühlschrank, meine lieben Freunde. Oh, hier ist ein sehr breiter Weg. Warte mal. Ich hätte Bock, dass wir die Gefriertruhe hier rüberschieben. Dahin, da den Kühlschrank hinstellen. Wir könnten vielleicht hier. Ja, mal gucken. Mal sehen, wie das funktioniert mit den. Das funktioniert schon mal nicht, okay. Das Kartoffelregal, das stellen wir mal hier rüber. Genau, dann wurde das nämlich frei. Dann können wir die Kartoffeln nämlich extra stellen. So war mein Plan. Jawohl, jawohl, jawohl. Dann nehmen wir den und stellen ihn nach da und die Tiefkühltruhe. Ach ja, doch, die stellen wir dann hier drüben mit dran. So, okay. Dann können wir das mal hier beiseite nehmen. Das kommt dann erstmal noch da. Dann nehmen wir das Eckregal und dort stoppen wir hinten in der Ecke drin. So, nicht wahr? Ja, dann nehmen wir den. Und den hätte ich eigentlich schon gerne hier hinten mit dran, irgendwie. Hühnchen. Hühnchen passt da nicht mehr rein. Okay, ist nicht schlimm. Dann stellen wir dich erstmal beiseite. Dann haben wir hier wieder Fläche zum Einlagern. Und wir, oh Gott, wir brauchen noch Deckenlampen. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 neue Deckenlampen. Alles klar. Möbel. 1, 2, 3, 4. Nochmals. Nee, mach mal eine weg. Haben wir jetzt gekauft? Nee. So, wird dann Schuh draus. Wir haben noch 6.000 für die neuen Produkte. Ich hoffe, die kosten keine viereckigen Geldbeträge. Und dann würde ich sehr gerne die Beleuchtung hier fortsetzen. Da haben wir so eine Kante drin, warum auch immer. So. Für Solarium, ihr wisst Bescheid. Ja? Okay. Warte mal, die Kante, die würde ich gerne übernehmen. Vom Abstand her. Das kriegen wir locker hin. Pass mal auf, ich zeige euch wie. Ja, kein Ding. So. Da. Oh Gott, also hier an der Decke fummeln ist aber echt nicht so cool. So. Achso, die hätten wir da lassen müssen. Entschuldigung. So, aber die da kommt weg. Die kommt dann nach da. Da müsste draußen eigentlich noch eine liegen. Genau. Sehr schön. So geht das. Dass wir noch mehr Stromrechnung haben. Cool. Neue Kühlschränke, neue Lampen. Mann, die Miete wird teurer, weil der Laden wird größer. Ehre. Ich sage euch ehrlich, eine zweite Kasse wäre echt krass. So, Klopapier. Das packen wir erstmal beiseite hier.
Okay. Ja, wie machen wir das? Wir kaufen erstmal ein, oder? Also, Produkte. Wir wollen von den neuen Sachen den Käse. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5. Sind doch immer 5, oder? 1, 2, 3, 4. Der Kühlschrank sind 5, in dem normalen Schrank sind 4, genau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Da weiß ich immer nicht, weil da ist mehr drin im Karton. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1300. So, mal gucken, ob das reicht. Was haben wir denn hier? Hier haben wir neue Nudeln. Wir wollten die Nudeln komplett umziehen lassen, richtig? Richtig. Nee, wollten wir nicht. Der Kaffee sollte umziehen. Okay, wir brauchen erstmal Kaffeekarton. Dann packen wir das hier mal beiseite. Das Käse. Käse können wir einsortieren. Käse, 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 Käse. Da. Ein Karton, eine Reihe. Perfekt. Was haben wir hier? Eier. Eier. Düdüb, düdüb, Eier. Ein Karton, eine Reihe. Perfekt. Hier haben wir Eier. Das ist ein fetter Karton. Wir sollten das auspreisen, ne, bevor hier Dinge passieren. So, 20 Cent über Preis. 6,48. Ja, den Käse. 4,27. So. Passt hiervon schon was drin irgendwo? Irgendwo? Nee, nicht. Nee, leider nicht. Nee, schade eigentlich. Kartoffeln? Nee. Wie gesagt, die Kartoffeln sollen in Eckregal. Was haben wir hier? Nudeln. Okay, dann stapeln wir die hier erstmal. So, so. Eier. Dann räumen wir das erstmal weg, was wir hier haben. So, so. Stimmt, die Nudeln sollten nach da. Dann kommt der Zucker nach da und das, was wir haben, dann ja in genau. Okay, ich muss mir das echt dreimal überlegen hier. Warte mal, hier haben wir Tee. Jetzt können wir anfangen mit. Ja, geil. Kartoffeln, nein. Ja. Dann können wir jetzt den Tee umsortieren. Der könnte ein bisschen was dauern, aber. Das machen wir eh mal und dann ist es ordentlich. Dann haben wir hier die Tee-Kaffee-Ecke mit Reis und Salz. Alt Quatsch, den Karton brauchen wir noch. Noch gar nicht fertig. So, eigentlich voll geil, wenn man die Kohle hat und einfach hier loslegen kann. Ich weiß ja nicht, wie viele Tage das gedauert hat, aber ja, war ein bisschen. Ich bin bescheuert, ich renne schon wieder raus. Macht der Gewohnheit. So, ich glaube, in den gleichen Karton kriegen wir nämlich auch die ganzen Kaffeebeutel da rein. Dafür muss aber erstmal die ganze Kartoffelzeug hier raus. Ha! Himmel sagt Zement. Pass auf, wir behalten mal den Karton hier noch auf Tasche. Ich würde den Kartoffelsack doch kaufen. Produkte. Einmal Kartoschkas. 14,20. Danke, bitte. Pommes Schranke. So, den müssen wir jetzt erstmal finden. Müsste der Große. Jawohl. Bitte, lieber Gott. Hier in der Ecke geht keiner rein. Das ist ja Quatsch. Ich meine, ist zwar optisch cool, aber bringt dir halt gar nichts. Schade. Ich habe fast gehofft, dass wir hier in der Mitte was platzieren können. Das ist jetzt ein bisschen doof. Egal. Dann stellen wir den einfach daneben. So. Ja, dann wäre hier frei für die ganze Kaffeegeschichte. Hier könnten wir schon Susu einsortieren. Dann machen wir hier mal einen Preis ran. Alter, 7,03 Euro. Ist aber teuer. Gerne, bitte, danke.
So, minus ein Karton. Dann haben wir hier Wasserflaschen. Waterflaschen an einen extra Kühlschrank. Jetzt würde der wieder aufgehen, ne? Aber würde halt nicht passen, wenn wir jetzt. Dann hätten wir Butter und Wasserflaschen. Das kostet 3,02 €. Aber auch nicht günstig. Aber okay. Ich mach die Preise nicht, ne? Die sind so, die Marktpreise, das ist Gesetz vom Wirtschaftsmarkt. So, wir hauen das hier rein. Oh, warte mal, den Tee müssen wir auch noch auspreisen. Dürfen wir nicht vergessen. Das machen wir sofort. So, Alter, 7,52 €. Sehr schön. Ja, wir müssen auch ein bisschen Kohle dran verdienen, ne? Ist ja nicht, dass wir hier alles für lau machen. Dann können wir den Kaffee hier rüberschieben. Ruckzuck wird der Laden voll, ich sag euch. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Da kommt noch so viel Gedöns. Vielleicht sollten wir dann doch mal bald anfangen mit einem Lager oder so. Wo wir dann hart drauf zusparen, arbeiten müssen. So, jo, okay. Aber dann müssten wir eigentlich alle Lizenzen jetzt unter Dach und Fach haben, oder? Eier. Noch mehr Eier. Da war noch Käse, müsste auch noch kommen. Kartonweise. Der einzige Vorteil ist, ich habe hier ein bisschen hochgelevelt. Ne? Also, wir sind Level 30. Ich weiß ja nicht, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, bei welchem Level. Dementsprechend haben wir jetzt auch mehr Kundschaft. Da wir jetzt mehr Produkte haben, ist halt die Gefahr auch viel höher, dass sie auch viel mehr kaufen. So. Ups. Okay, was haben wir hier? Käse. Mehr Käse. Was ist das für Käse? Was Besonderes? Ich kann nicht lesen. Mimolette. Der Stinkige aus der Kugelform. So. Schön den Käse erstmal aus der Sonne holen hier, bevor der anfängt wegzulaufen. Lecker. Lecker, lecker. Ich habe schon überlegt, vielleicht machen wir nochmal ein zweites. Oh, anderer Kaffee. Ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht mehr Dings machen. Alter. 12,11 €. So. Mehr von diesem Geschirrspültabs. Weil die geht weg wie warme Semmeln. Eier. Ich finde es halt cool, wenn alles schön sortiert ist und nicht alles so durcheinander steht. Was haben wir hier? Das sind die neuen Nudeln, richtig? Richtig. Wo wollte ich die hinhaben? Eigentlich da, wo der Puderzucker steht. Na tolle Wurst, warte mal. Haben wir noch einen Karton von den. Ja? Geil, passt. Ehre. Das würde ich dann nämlich hier auf der Seite stellen. Und dann hätten wir wieder richtig geil durchsortiert. Dann haben wir Puderzucker und Nudeln. Andere Seite haben wir dann die ganze Kaffee- und Teegeschichte. Normalerweise stellst du ja die Nudeln neben das Mehl und so. Das steht aber jetzt da vorne bei dem Brot. Das ist auch okay. So richtig lange coole Gänge mit den ganzen Haushaltswaren wäre schon schön. Also alles durcheinander, da würde ich ja übel krass schlechte Laune kriegen. Aber das geht hier schon. Na? So, dann können wir nämlich den Rest einsortieren. Dann hätten wir jetzt eigentlich alles soweit vorbereitet. Kaffee. Na, warte mal, vielleicht eine. Wollen wir noch eine zweite Kasse machen? Dann kriegen wir die Leute besser abgefrühstückt. Dann gehen die Tage theoretisch auch schneller, weil die dann halt nicht so lange anstehen müssen. Weil wir brauchen jetzt eigentlich auch viel mehr Zeit zum Einsortieren. Wenn wir die ganzen Waren alle ordern, ne, das dauert halt dementsprechend auch noch viel, viel länger jetzt alles. Wollen wir hier auch noch voll stoppen? Ich glaube, ich habe mich hier mit den Wasserflaschen hart vertan, oder? So, Nudeln, Macaroni. Die müssen wir noch auspreisen, zuweisen. Das haben wir noch nicht gemacht. So, was haben wir hier? 6,31. Ist fast wie Basmati-Reis, nur ist kein Basmati-Reis. Ne? Also der Karton außenrum, die Verpackung ist fast die gleiche. So, das umgekippt. Dann haben wir es aber schön durchsortiert hier.
Wie gesagt, Klopapier und Kartoffeln müssten wir vielleicht mal extra Regale stellen irgendwo. Weil das geht halt auch weg wie verrückt. Und ich würde alle Produkte aus den Kühltruhen in größere Kühltruhen packen. Dass wir davon einfach mehr auf Lager haben, weil Hühnchen und sowas, die alles, was der große Eigenumverpackung hat, geht auch echt schnell weg. Guck mal, wenn du da drei Kunden hast, die einfach dreimal Hühnchen, dreimal Kartoffeln, dreimal Klopapier kaufen, dann ist das Regal halb leer. Da machst du einfach nichts. So, Käse, 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 Käse. Ich glaube, immer Kaffee noch, ne? Okay. Alles klar. Der einzige Vorteil, wir haben jetzt hier hinten eine schöne Wand, wo wir den ganzen Gedönskram hinstellen können. Wollen wir den Getränkekühlschrank vielleicht hier vorne hinstellen? Und hier nochmal zwei große. Was kostet eine Kühltruhe? Eine große? Ah. Okay. Wir können die andere verkaufen, ne? Da wo das Zeug drin war. Das ist ja kein Problem. Dann würde ich die erstmal hier platzieren. So. Jetzt haben wir keinen Karton für Pommes. Aber es. Oder vielleicht doch, warte mal. Kann durchaus sein, dass hier Kühlwaren stehen, die ich jetzt aber nicht da habe. Würde ich einfach nochmal Pommes kaufen. Pommes. So. Hoch. Wieso bist denn du da drunter jetzt immer auf? Hallo. Okay. Dann nehmen wir das hier raus. Hier in dem Pappstapel sind bestimmt Pommes bei. Dann haben wir davon aber genug da, weil wenn wir viele Kunden haben, brauchen wir von dem ganzen Quark halt auch viel, ist ja klar. So, und das muss ich mal beiseite. Wie hat er jetzt nicht so mit hinstellen? Warum auch immer. Die packen wir mal ein. Und dann verkaufen wir das Ding. Haben wir 200 Latten für wiedergekriegt. Ist ja okay. So, dann stellen wir die hier neben. Dann können wir mit der dann noch weiter ran an der Wand, oder? Na klar. Hundertprozentig. Ich würde vielleicht noch einmal weiße Farbe kaufen, oder? Warte mal. Pizza. Wir haben ja noch eh eine große Truhe. Stimmt. Und schon haben wir keinen Stellplatz mehr für irgendwas. Geil. So. Kriegen wir hier Pizza rein? Jawohl. Das gefällt mir. Aber komplett, ne? Jo. Gut. Jetzt ist die Frage, wollen wir den Hühnchenkarton entsorgen? Dann schmeißen wir die einfach hier mit rein. So. Nochmal ein extra Hühnchenfach. Bam, bam, bam. Dann können wir die einpacken. Und verkaufen. Zack. Haben wir wieder ein bisschen Geld? Brauchen wir gar nicht. Lassen wir so stehen, oder? Oder haben wir irgendein anderes. Ja, das Saftregal. Das sehe ich eigentlich mehr da vorne, oder? Oder Milch und Joghurt? Milch und Joghurt. Das ist halt auch cool hier, die drei Milchprodukte zusammen. Das hier, der Saft. Der Saftladen quasi. Das passt irgendwie nicht so. Den würde ich hier vorne hinstellen. So. Ja, große Umbauarbeiten. Dann stellen wir den nach hier hinten. Zack. Okay, da haben wir noch Klopapier. Ach du Schande, wo ist denn Klopapier? Oh, ich muss mich so umorientieren jetzt. Shampoo und Seife. Shampoo, Seife, Shampoo, Seife. Mmh.
Wir bräuchten... Ah, warte mal. Ne, wir lassen das erstmal so. Die Kartoffeln lassen wir da. Hier haben wir nochmal ein bisschen Klopapier. Das stellen wir auch mal. Ja, wir können... Ah, stimmt, doch, hier können wir noch hinstellen. Erstmal. Na? So. Hier ist noch haufenweise Döns. Hier ist ja noch Shampoo und so ein Quark. Grüne Farbe. Wollen wir die Wand noch streichen, soweit wie wir kommen? Komm, wir gucken mal. Wir nehmen davon nochmal einen. Das war dann quasi eine Dings gewesen. Eine Kühltruhe, da haben wir dann Farbe. Bin ich eigentlich bald ein bisschen mehr zufrieden mit. Ich finde diese Grün ja nicht so hässlich. Wie viel ist noch drin? Könnte vielleicht wieder nicht reichen, ne? Natürlich nicht. Pass mal auf. Und alle. Nö. Jetzt, ey, hat die neu reicht? Ich werd weich. So. Leute, geil. Voll geil. Der Laden wächst. Ich sag euch, was kostet so eine Kasse? Ich glaube 500 oder so was war das, ne? Kassenschalter. 500. Ja, lass mal nehmen. Müsste eigentlich hinpassen. Das war nämlich der Grund, warum ich jetzt so weit vorgelevelt habe hier. Genau aus dem Grund. Wir nehmen die mal beiseite. Die packen wir mal ein. Und dann stellen wir die mal dahin. Dann stellen wir die mal dahin. Dann nehmen wir die neue. Die packen wir aus. Dann drehen wir uns die schön. Und dann stellen wir uns die... Warte mal, ich muss mal ein bisschen gucken. Ah, wir werden schon knappig. Wir müssen die Kartons da vielleicht noch wegräumen. So. Na, die müssen wir alle entfernen. Die müssen woanders hin. Haha, ja, das große Räumen. Das große Räumen. Was haben wir hier? Saft. Müssen wir denn woanders wieder aufstapeln? Hier war noch Klarspültabs. Okay. Saft. Pommes. Lager wäre halt geil. Warte mal, wie viel ist hier noch drin? Steht ihr da? Nö. Mach mal auf. Okay, ein paar sind noch drin. Ja, stapeln wir erstmal hier hin. Dann nehmen wir das hier weg. Hier haben wir noch Pizza. Warte mal. Pizza. Ne, passt nicht mehr. Da sind jetzt schon Hühnchen. Schade. Machen wir dann beim nächsten Mal. Na, dann packen wir das halt nach da. Dann nehmen wir die neue Kasse. Die wird dann unsere Kasse hier hinten. So, dass wir noch schön durchkommen zum Computer. Ja. Warte mal, die könnten wir vielleicht... Nein, gehen wir wieder weg hier. Die können wir vielleicht noch ein bisschen dichter ranstellen. So hätte ich gesagt. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz zum Stapeln von so Dingen. Geil. So. Müssen wir machen, hilft ja alles nichts. Dann machen wir die Kasse mal zu, weil dann haben wir den Verkäufer, den wir dann einstellen müssen. Und ich hoffe, dass die Mod noch funktioniert, dass er relativ schnell das alles über ein Band zerrt und nicht in Zeitlupe, wie so ein Faultier, dass die Mod noch funktioniert. Ne? Ein schnellerer Kassierer wäre schon echt cool, wenn das noch funktionieren würde. Okay. So. Und du. Nach da. Und du. Nach da. Und dann ist es ja halbwegs ordentlich. Leute, wie geil ist das denn? Wir haben zwei Kassen. Wir haben eine Ladenerweiterung. Wir haben eine neue Lizenz. Ja. Bin ich mal gespannt. So, warte mal. Wir brauchen ja noch... Wobei, passt das? Müssen wir die Kassen noch ein Stück nach hinten rücken? Könnte die fast noch ein bisschen wegbauen. So, und die hier auch. Da wir eh nicht ins Lager müssen, das ist ja egal. Und dann können die Kunden hier schön abgefrühstückt werden. Und wenn sie fertig sind, zack, raus. So ein bisschen schräge ist eigentlich voll geil. Da haben wir hier so einen richtig coolen Korridor. Ja, was wollte ich gucken? Achso, ein Angestellter. Verwaltung, einstellen, einen Kassierer. Der will, was will, der benötigte Supermarktlevel haben wir. Einkauf abschließen 2247. Einstellungskosten 100er. Tageslohn Axig. Alter Vater.
So, an welche? Oh, hier. James, kassieren bitte. Danke. Freunde, wir machen beim nächsten Mal den Laden auf. Wir haben alles eingeräumt, wir haben eine neue Lizenz, wir haben Dickfett-Ladenerweiterung, wir haben neue Regale, wir haben dicke Kühltruhen, dem wir übel den dicken Gang. Theoretisch könnte man das hier nochmal ein bisschen umbauen oder zusammenrücken oder weiter auseinanderraffen. Wir gucken mal, was die nächste Lizenz kosten würde. Hier sehen wir es schon mal nicht, aber da 2000. Was ist ein Moussaka? Lachs. Jakobsmuscheln, das ist wieder. Ach Gott, Kühlschrankgelumpe. Oh je. Steak? Sushi, Sushi? Oh Gott. Das ist ja alles Kühlschrank. Wo war denn das Eis? Ihr habt doch noch Eis. Schokoladeneis hier. Ketchup. Bier, 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 Chips und Wodka. Rindfleisch, Schinken, Lasagne. Ich glaube, bis da war ich mal gewesen. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Okay, Leute. Aber für heute noch. Ich glaube, wir sind gut dabei. Ja, wir haben hier einen neuen Kassierer. So. Sein Hemd ist kaputt, sagen wir ihm aber nicht. Ne, sieht ja keiner. Also von vorne sieht man es nicht und von hinten ist er wurscht. Da hinten hat kein Kunde was verloren. Das Problem ist, wenn jetzt dunkel wird, müssen wir immer zum Lichtschalter pesen und den anmachen. Egal. So, ja. Ich freue mich. Ey, beim nächsten Mal, wenn wir öffnen, muss aber Kohle rollen. Ne? Wir haben gerade einfach mal knapp 17.000 ausgegeben, dafür, dass die Hütte krass ist. Ja, die nächste Ladenerweiterung, die wartet nicht lange auf uns, weil die neue Lizenz wird kommen. Und wir brauchen noch ein Lager und das ist wieder teuer. Und ach, hör auf. Aber wir haben noch ein bisschen Reserve, technisch. Cool, ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht keinen Quatsch und Renni hauen.